Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Heute ist 15. August 2017 und heute ist Vollmond. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt den Licht von der Sonne. Wenn die beiden Lichter Sonne und Mond im gleichen Tierkreis zeichnen, im gleichen Gradzahl stehen, dann ist es Neumond. Wenn die beiden gegenüberstehen und die Sonne kann unseren Mond voll und ganz beleuchten, dann ist es Vollmond. Von Neumond bis Vollmond ist eine zunehmende Mondphase und die halbe Strecke ist Halbmond. Von Vollmond bis zum Neumond ist die abnehmende Mondphase und die halbe Strecke ist ein Halbmond. Und heute haben wir Halbmond und Mond hat eine abnehmende Mondphase, weil nähert sich immer mehr zur Sonne zu und dann ist es wieder Neumond. Ein Halbmond ist immer eine Spannung. Warum? Weil hier verbindet sich Sonne, Mond und Erde und verbindet sich drei Tierkreiszeichen und drei Elementen und die Elementen vertragen sie sich nicht. Sonne befindet sich heute, das ist die Scheinbewegung, die Sonne in Tierkreiszeichen Löwe und das ist Feuerelement. Unserem Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Wassermann und das ist Luftelement. Und Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Stier und das ist Erdeelement. Also verbindet sich Löwe, Wassermann, Stier, Feuer, Luft und Erde. Und eine gewisse Spannung ist spürbar. Diese Erde, was die Stier vermittelt, ist zu viel für die Feuer. Das bedrückt, das löscht die Feuer aus, symbolisch. Und diese Erde ist auch zu viel für die Luft. Die Luft geht aus. Und diese Spannung ist heute spürbar. Aber was können wir dafür tun, dass das die Gleichgewicht da ist und eine Harmonie? Wenn wir die fehlende Energie, die fehlende Element, die fehlenden Element uns einlassen und das ist die Element Wasser. Das heißt, die Element Wasser schafft die Gleichgewicht und beruhigt diese Spannung. Und Wasser verbinden wir mit unseren Intuitionen, unserem Inspiration, unseren Visionen, unseren Träumen. Es geht bei Wasser in unserem Gefühlen. Also heute ist wichtig, unserem Gefühlen bewusst wahrnehmen oder nach Gefühl handeln. Und dann harmonisiert, dann ist es ein Gleichgewicht. Die aufsteigende Zeichen ist auch die Krebs und das gibt uns Kraft und wir können mit diesem Krebsenergie uns einlassen. Das ist Familie. Also Gefühlen zeigen für die Familie oder um die Familien kümmern oder um die Familiensituation. Die Sternbilder, was hier beeinflussen, die Tierkreiszeichen Krebs, was aufsteigt in Osthorizont, das ist die Schiff Argo und das ist der Schiff, wo die Argonauten ihre abenteuerliche Reise gemacht haben, die goldenen Vlies zu holen. Und ein besonderer Stern ist wirksam und das ist der Argo, die Ruder der Schiff Argo. Das bedeutet für uns, wir sollen die Züge selbst in Hand nehmen und lenken und Gefühlen zeigen, wahrnehmen und um die Familie und um unsere Familiensituation kümmern. Das soll zunehmend sein. Und was im höchsten Punkt im Horizont erscheint bei diesem Halbmond, das ist die Tierkreiszeichen Fischen. Und das soll unserem Ziel sein heute und wirkt auch die Planet Neptun, unseren Visionen, unseren Träumen, aber auch die Kunst.
Also wir sollen heute intuitiv handeln. Also zwei Bereiche sind wichtig: Kunst, Kreativität, Inspiration und auch unserem gesundes Bauchgefühl hören, weil das ist die beste Ratgeber. Dann die Familie wahrnehmen oder um die Familien kümmern und auch mal Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen und da etwas in Ordnung zu bringen oder in Harmonie zu bringen. Und das ist die ausgeglichene Energie. Im Tierkreis hat ein Skorpion bestärkt das Ganze, weil das gibt uns die Kraft. Und die Skorpion, die Tierkreiszeichen Skorpion, gibt auch diese Wandlung. Wo sich in dem Moment die Tierkreiszeichen Skorpion befindet, das ist die Lebensfreude und auch die Sexualität. Aber das ist eingeengt in diesem Bereich und wir sollen davon befreien. Und das ist auch wichtig heute wahrnehmen. Das heißt Lebensfreude. Und das, der Tag zu genießen, das ist auch wichtig, weil das gibt auch einen Ausgleich, diese Spannung im Gleichgewicht zu bringen. Wo wir noch etwas tun sollen heute, weil da ist auch wichtig von etwas befreien, das ist Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und hier ist die Befreiung bedeutet, klare Entscheidungen treffen. Und das genau hinschauen, wer sind die wahren Freunde, das befestigen und wo wir enttäuscht sind, da vielleicht die Freundschaft mal kündigen, loslassen, verabschieden, das ist auch eine Art Befreiung. Also einmal die Befreiung im Freundeskreis, Bekanntenkreis, das kann auch ein Verein sein oder ein Partei. Und da klare Entscheidungen treffen, ist auch eine Art Befreiung. Und gegenüber im Tierkreiszeichen Skorpion die Lebensfreude zulassen, weil das schafft uns auch Freiraum und auch mal die Sexualenergie auch mal leben. Das ist auch eine Art Befreiung und das hilft auch bei inneren Gleichgewicht. Dann um die Familie kümmern, da Gefühlen zu zeigen und auf unserem innere Stimme hören, weil das ist die richtige Ratgeber heute und das ist die Energie, was diese Spannung im Gleichgewicht hält. Und das war mein Halbmond-Horoskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.